Einen wunderschönen 19. Dezember. Ein neuer Tag in dieser kleinen Videosendung mit einem GPS-Tracker. Das ist von der Firma Invoxia, der GPS-Tracker. Und der meldet Standortdaten. Ganz banal. Das ist ein kleiner schwarzer Dongle, den man irgendwo platziert und dann sich darüber benachrichtigen lässt, wo das Objekt, das Fahrzeug hinfährt. Der ist nicht für Personen geeignet. Man kann damit keine Zeiterfassung machen. Man kann damit nicht irgendwelche Personen tracken, beziehungsweise man sollte es auch nicht. Der ist dafür ausgelegt, Fahrzeuge beispielsweise zu überwachen. Man kann das in so einem Handschuhfach platzieren oder unter so einem Fahrradsattel und dann kann man sehen, wo sich dieses Fahrzeug hinbewegt. Man denke so an Spediteure, man denke so an Leute, die Autos verleihen. Wenn man den Wohnwagen an die Großeltern verleiht, dann kann man darüber checken, wo sich der hinbewegt. Die Abstände, die Frequenz, in der der kleine Tracker die Ortsdaten sendet, kann man einstellen. Wenn man okay damit ist, dass man nur so alle 10, 12 Minuten Update von der Position bekommt, dann hält die Batterie über Wochen. Man kann das runter, aber auch hochstufen und so ein bisschen die Frequenz, aber damit auch die Frequenz einstellen, aber auch die Batterielaufzeit dann einschränken entsprechend. Der ist nicht so für die persönliche Nutzung. Der ist so für Gegenstände, die sich bewegen. Und deshalb können auch auf diesen Account, wenn man den Account zur App weitergibt, können da mehrere Personen gleichzeitig drauf schauen. Das kann ja in so einem Unternehmen durchaus mal der Fall sein, dass man im Auge behalten möchte, wo irgendwelche Fahrzeuge hinfahren. Ich hatte schon das Vorgängermodell, das basierte auf einer Technik, die hieß Sigfox. Jetzt sind sie gewechselt zu LTE-M. Das ist quasi der Mobilfunkvertrag, der da dran hängt. Braucht natürlich so ein paar Daten, ist aber gedeckelt durch einen Festpreis. Man kauft den für ein Jahr, also mit einem Jahrvertrag. Und nach dem Jahr kann man den dann verlängern oder auch nicht. Ist ein Festpreis, man wird nicht überrascht mit irgendwelchen Kosten, die der verursacht, sondern man kauft da einfach die Daten dazu. LTE-M bedeutet, dass man das unterstützt haben muss von Mobilfunkanbietern in Ländern. Das ist so eine Technik, die so für IoT-Geräte ausgelegt ist. Also, was ich damit sagen möchte, man kann jetzt nicht in ein beliebiges Land fahren und dort ein Tracking erwarten. Man müsste kurz nachschauen in einer langen Liste mit Ländern, ob LTE-M für diesen Tracker unterstützt wird. Aber dann funktioniert er da genauso. Was ich schon beim Vorgängermodell, das ich ja wie gesagt auch hatte, kritisiert habe, ist USB in der Micro-USB-Form, was ich weiterhin nicht schön finde. Man muss ihn halt doch manchmal aufladen und Micro-USB lässt es einfach unsympathisch. Das ist mittlerweile sehr, sehr unsympathisch. Das könnte man modernisieren an diesem kleinen Tracker. Er lässt sich automatisieren durch eine Integration mit If This Then That. Und er hat so fancy Späße wie Geozonen beispielsweise, die man definieren kann, wo man sagen kann, okay, wenn das Fahrzeug, das Fahrrad, der Truck irgendwie dort angekommen ist, dann bin ich safe, dann weiß ich, der ist zu Hause. Wenn dieser Tracker mit diesem Fahrzeug allerdings diese Zone verlässt, sehr schnell und lange Strecken hinter sich legt, dann wird man benachrichtigt, um beispielsweise so einem Diebstahl von so einem Fahrzeug relativ schnell entgegenzuwirken oder es zumindest zu melden. Das ist von Invoxia, ein GPS-Tracker. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder.